and we need the people from Germany to come to our country to work together with our people here in the areas of teaching, of preaching, and doing social work. And there we need people, for example, we need the theologians, we need also doctors, we need also engineers. Mein Name ist Klaus Tinkel. Ich bin seit 7 Monaten Pfarrer hier in Marktoberdorf in der evangelischen Gemeinde. Wir waren davor, meine Frau Karina und ich, für 3,25 Jahre in Tansania im Südwesten in der sogenannten Unyakyusa Kondidiözese und haben dort gearbeitet als Ärztin, meine Frau in einem Buschkrankenhaus und ich als Pfarrer in der örtlichen Diözese und Gemeinde. Also mein Name ist Gabriele Leake Neithardt. Ich bin jetzt gut 4,5 Jahre hier in Tansania, in Faraja. Und meine Aufgabe ist die Leitung der Diakonenausbildung für die tansanischen Diakone in der Norddiözese in Tansania. Wir sind hier seit 1994 mit meiner Frau und jetzt mit der Familie. Und unsere Aufgabe hier ist, ich bin Leiter vom High Vocational Training Center. Das ist eine Ausbildungsstelle für Jugendliche in 5 verschiedenen Berufen: Maurer, Schreiner, Elektriker, Schneider und Schweißer in 3 Jahrgängen. Und zusätzlich gibt es noch eine Werkstatt, in der Pfeifenorgeln und andere Dinge aus Holz gebaut werden, die ich auch noch leite. Also wir hatten zunächst einen 4-Jahres-Vertrag, der um ein bisschen was länger war, also 4¼, und haben dann also frühzeitig oder vorzeitig das Land wieder verlassen. Das lag unter anderem daran, dass vor allem im ärztlichen Bereich bei meiner Frau die Arbeitsbedingungen in Abbindung mit der örtlichen Diözese und in Kontakt mit den staatlichen Stellen so extrem waren, mit Wochenarbeitszeiten bei 100 Stunden, dass das körperlich und psychisch nicht mehr leistbar war. Also ich denke, in Bayern ist die Arbeit strukturierter und klarer. Hier ist es so, dass man sich eigentlich um alles selber kümmern muss. Also in Deutschland hat man vielleicht eine Sekretärin, wenn man so eine Ausbildung leitet. Hier mache ich das alles selber. Bin also sozusagen eine Selfmade-Frau hier und muss mich um alles kümmern. Das heißt, ich muss schauen, dass ich genügend Lehrer bekomme, muss schauen, dass wir das Geld herbeibringen, dass wir die Lehrer auch bezahlen können, muss den Unterricht planen, strukturieren, die Praktikumsplätze finden, eigentlich alles, wo man sonst mehrere Leute hat. In Afrika haben wir viel mehr Zeit und es gibt andere Schwierigkeiten als in Deutschland. In Deutschland ist man gewöhnt, dass man unter Zeitdruck ist und all die Sachen, aber in Tansania gibt es andere Probleme, aber es ist auch nicht so verschieden. Also wenn ich mir überlege, ob ich es empfehlen würde, ich würde mit einem Jein antworten. Es ist herausfordernd und man sollte sich sehr genau angucken, in was für eine Situation man kommt. Ich glaube, dass tatsächlich die Unterstützung von Mission eine Welt eine hervorragende ist, auch im Vergleich zu anderen Missionswerken, die wir dort erlebt haben. Ich denke aber, man sollte wissen, dass man sich auf eine sehr herausfordernde Lebensphase einrichten muss und dass man die im Vorfeld gut abklopfen soll, ob man wirklich dieser Aufgabe gewachsen ist. Dass es bereichernd ist, dass es spannend ist, sowas mal durchzuziehen, allemal. Also das Besondere, würde ich sagen, ist zum einen die Herzlichkeit der Menschen, die Höflichkeit der Menschen und dass man bei aller Arbeit, die sehr anstrengend ist, aber Arbeit kann auch in Deutschland anstrengend sein, schon auch die Schönheiten dieses Landes genießen kann. Was würden Sie sagen, ist für Sie persönlich das Schönste an Afrika, wo Sie sagen, das ist wirklich wunderbar und deswegen bin ich gerne hier? Gibt es irgendwas? Mit den Handwerkern zusammenarbeiten und auch gemeinsam Ideen haben und Sachen verwirklichen. Ich will einfach dafür werben, dass Sie sich überlegen, ob Sie vielleicht selbst einmal das wagen könnten, einen solchen Dienst dort zu tun. Ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass davon eine Riesenbereicherung für Sie persönlich, ganz bestimmt aber auch für unsere Kirche ausgehen würde. Also überlegen Sie es mal.